Jetzt bei mir Alex Weinberger, Back-to-Back Best Lineman. Große Ehre, oder? Auf jeden Fall, ja. Du bist ja einer der härteren Trainierer in unserer Mannschaft. Ich meine, gibt es einige, aber du bist da sicher ein großes Vorbild für die Jugend. Wie schaut es momentan in der Offseason aus? Du bist ja mittendrin, Dezember, normal, jetzt kommt der Gym Contest, glaube ich auch Highlight des Winters. Wie schaut es momentan aus? Ja, ich hoffe natürlich, dass ich ein Vorbild bin für die Jugend. Das ist ein wichtiger Bestandteil vom Footballspielen, das harte Training. Gym Contest ist nächste Woche, also immer traditionell. Am Wochenende vor Weihnachten. Ja, ich bin bereit Rekorde zu brechen, hoffentlich. Natürlich ist die Konkurrenz groß, aber man hofft halt immer wieder, man muss sagen, ich habe den Gym Contest die letzten 3 Jahre, wenn es einen Gewinner gibt, es ist jetzt die Frage, ob man wirklich sagen kann, es gibt einen Gewinner, aber die letzten 3 Jahre war es ich. Es ist immer toll, auch immer wieder neue Leute und neue Gesichter zu sehen. Einfach, dass das harte Training sich auszahlt und dass man dann einen Vergleichswert hat, wie man im letzten Jahr war und dass man einfach immer wieder sieht, wie man stärker und besser wird. Jetzt bist du mit dem Christoph Kipperer in einer Trainingsgemeinschaft. Der Mann spielt nicht mehr Football, trainiert noch immer, als würde er Football spielen. Das ist sicher auch irgendwie ein Vorbild für dich, oder? Auf jeden Fall. Also ich kann dir immer sagen, das ist, wie ich zum Footballspielen angefangen habe, war er mein Trainer. Und er ist mittlerweile ein guter Freund geworden. Und es ist super, mit ihm zusammen zu trainieren. Ja, auf jeden Fall ein Vorbild, was vor allem die Trainingseinstellung betrifft. Super. Jetzt haben wir den Lukas Dü, ein Defensive Lineman, der den Mike Daum Award gewonnen hat. Der Max Herde hat in seinem ersten Jahr als D-Liner die Most Sacks gemacht. Ja. Ich glaube, du bist so knapp dran vorbeigeschrammt an diesem Titel. Thema D-Line ist immer dünnes Thema bei uns. Wie schaut es da für nächstes Jahr aus? Du bist ja mittendrin. Ja, dünn bin ich nicht. So viel kann ich sagen. Der Max Herde, Gratulation und Max Herde. Eine super Leistung, dass er den Most Sacks gleich im ersten Jahr an sich reißen hat können. Ich habe auch so ein Trophäenschutzhaus stehen. Ist ein super Gefühl. Ich freue mich besonders natürlich, dass der Lukas Dü, dass er den Award gewinnen hat können, ist eine sehr große Anerkennung. Vor allem, wenn man sieht, was für Leute den vorher gehabt haben und was der Grund ist, warum es den Award gibt. Und ich glaube, er ist ein würdiger Träger. Und ich bin mir sicher, dass er auch in der Zukunft für die Giants und für den Football, dass er ein wichtiger Bestandteil davon werden kann. Ja, Frage, die ich allen Siegern dieses Abends stelle. Ziele für 2013? Ja, Meistertitel. Auf jeden Fall Meistertitel, das ist das Wichtigste für mich persönlich. Europol spielen wir auch, da sind wir immer schon knapp dabei gewesen. War immer teilweise sehr bittere Niederlagen, auch in den letzten Jahren in der Meisterschaft bittere Niederlagen. Und ich möchte einfach, was ich persönlich möchte, ist, dass wir das Verlieren abschütteln. Und einfach wieder zu siegern werden. Super, super Schlusswort. Danke, Alex. Dankeschön.